großer Mehrheit angenommen und in zweiter Lesung verabschiedet. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 12, Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache 6677, Finanzierung für Frauenhäuser nachhaltig sichern. Ich eröffne die Aussprache und erteile für die antragstellende Piratenfraktion als erstem Redner Herrn Kollegen Olejak das Wort. Bitte, Herr Kollege. Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, auch im Stream. Schön, dass auch um diese Uhrzeit zu diesem Antrag noch das Haus so voll ist. Heute war ja auch ein besonderer Tag vor dem Landtag. Es war eine sehr große Demo in diesem Zusammenhang, was mich sehr gefreut hat, auch dort mit den Frauen und Männern sprechen zu können, die sich für die Frauenhäuser in Nordrhein-Westfalen einsetzen. Und ich gehe mal davon aus, dass es da auch Folgegespräche noch jede Menge geben wird. Über diesem Land schwebt gerade diese Haushaltssperre. Investitionen sind regulär einfach nicht möglich. Zudem wird argumentativ immer auf Schulden und oder Schuldenbremse, vielleicht sogar die Notbremse hin, im Vorfeld immer angeführt. Ich gehe davon aus, dass dies auch in folgenden Reden nach meinem Beitrag passieren könnte. Aber ich betrachte das als Ablenkung. Hier geht es nicht um Einzelposten, die man zurückwälzt an dieser Stelle. Das kommt später in der Haushaltsdebatte. Es geht hier um etwas Grundsätzliches. Es geht um eine Situation, die aus unserer Sicht seit Jahren untragbar ist, bei der drei Ebenen immer wieder mit dem Finger aufeinander zeigen. Die Kommunen verweisen an den Bund und oder an das Land. Das Land verweist an den Bund oder die Kommunen. Oder letztlich, die dritte Version lasse ich jetzt weg. Im rot-grünen Koalitionsvertrag wurde bereits die Schaffung einer einheitlichen gesetzlichen Grundlage zur Sicherstellung der Finanzierung von Frauenhäusern festgeschrieben. Super. Aber, wo ist das Gesetz? Als Aufschlag, als Oppositionspartei möchten wir Ihnen da einen kleinen Schubs anbieten und mit unserem Antrag als Einstieg eine zielgerichtete Diskussion zum Schutz von Opfern sexualisierter Gewalt entsprechend Rückhalt zu schaffen. Gesetzlich. Schaut man alleine nur in Kürze auf diese Situation, wie sie sich momentan ergibt, der sich ein Opfer stellen muss, wenn es Hilfe sucht, erkennt man sehr schnell, wie wichtig ein solches Gesetz eigentlich ist. Im schlimmsten Fall müssen die Opfer sexualisierter Gewalt für einen Aufenthalt in einem Frauenhaus teilweise bis zu über 2000 Euro im Monat bezahlen. Um entsprechende Fördermittel eventuell erhalten zu können, müssen die Finanzlagen komplett offengelegt werden. Ich meine, wir reden hier immer noch von Opfern. Leute, die sowieso schon geschädigt wurden, müssen noch mehr von ihren privatesten Dingen freilegen. Und ich meine, wie will man denn überhaupt noch an die Unterlagen kommen, wenn man eventuell in eine Nachbarkommune fliehen musste, aus einer Stadt in eine andere? Aus unserer Sicht handelt es sich bei den möglichen gesetzlichen Regelungen für eine solche Finanzierung von Frauenhäusern gesichert für den Opferschutz um drei einfache Punkte als Anfang. Erstens, von sexualisierter Gewalt Betroffene und deren Kinder benötigen einen verbindlichen Schutz, unabhängig von Einkommen, Herkunft, Aufenthaltsstatus, mit angemessener Aufenthaltsdauer und dem wahrscheinlich größten diskussionswürdigen Punkt, kostenfrei. Zweitens, die Finanzierung der einzelnen Frauenhäuser ist auch für den Fall sicherzustellen, wenn nicht alle Platzkapazitäten immer voll ausgeschöpft sind, um auch kurzfristig hilfesuchenden Menschen eine Aufnahme flexibel überhaupt zu ermöglichen. Und drittens soll an dieser Stelle auch zusätzlich ein möglicher Beratungsbedarf sowie speziell zugeschnittene Zufluchtsmöglichkeiten unabhängig des Geschlechtes mit einbezogen werden. Ich freue mich nach einer möglichen Überweisung auf die Beratung im Ausschuss an dieser Stelle. Moment. Kurz vor Schluss habe ich noch eine Bitte an die CDU-Fraktion, vielleicht auch Herrn Laschet etwas mitzuteilen. Ich muss sagen, im Rahmen der gestrigen Haushaltsdebatte den Punkt Frauenhäuser oder Frauenpolitik oder Gleichstellung als Blabla in diesem Zusammenhang abzutun,
Steht auch so in der Presse an der Stelle. Ich gehe davon aus, dass die CDU-Fraktion im Ausschuss entsprechend konstruktiv mitarbeiten wird. Das wollte ich ganz einfach nur noch drum gebeten haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion erteile ich Frau Kollegin Steininger-Bludau das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, insbesondere die der Piraten und da insbesondere dem Redner der Piratenfraktion, Herrn, entschuldigen Sie bitte, dass ich Ihren Namen nicht so parat habe, Oleak. Vorab, bevor ich mit meinem Redebeitrag beginne, möchte ich Ihnen vielleicht eine kleine Nachhilfe geben. Es geht bei dieser Gesamtproblematik nicht nur um sexualisierte Gewalt, sondern bei Weitem auch um körperliche und psychische. Und ich denke, bei allen Diskussionen sollten Sie diese beiden Elemente von Gewalt vielleicht in Ihr Vokabular mit einbauen. Zunächst einmal, ja, Sie haben mit der Grundaussage dieses Antrags recht und auch mit der Kernaussage. Aber ich darf erinnern, dass wir uns am 11. November 2011, ja genau, am 11.11., und das ist kein Karnevalsscherz, die Fraktionen von SPD, CDU, Bündnis 90 Die Grünen und FDP haben gemeinsam beschlossen, die Landesregierung zur Entwicklung einer umfassenden Gesamtstrategie unter dem Titel Landesaktionsplan zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufzufordern. Dieses Vorhaben war bereits in den Koalitionsvereinbarungen so angeregt worden. Akteurinnen und Akteure aus Politik und Verbänden, auch Frauen aus der Szene, haben sich seitdem mit Herzblut und Sachverstand in vielfältigen Zusammenkünften mit diesem Landesaktionsplan beschäftigt. Nach gemeinsamer Beschlussfassung ist durch das Ministerium ein Rechtsgutachten an Professor Dr. Rixen in Auftrag gegeben und erstellt worden. Wir, die SPD-Fraktion dieses Hauses, hält gemeinsam mit der Landesregierung an ihrem langfristigen Ziel fest, mit einer gesetzlichen Regelung eine verlässliche und bedarfsgerechte Finanzierung von Frauenhäusern zu verankern. Auf diesem Wege würden wir wirklich allen gewaltbetroffenen Frauen und ihren Kindern ohne bürokratische Hindernisse kostenlos Zuflucht in einem Frauenhaus gewährleisten. Wie gesagt, die Problematik ist seit langem erkannt und es wurde und wird daran gearbeitet. In der letzten Sitzung der Steuerungsgruppe im September wird nun der Aktionsplan dargelegt und daraus die weiteren politischen Schritte abgeleitet. Ihre zur Beschlussfassung angeführten Punkte sind allesamt dort berücksichtigt. Hierzu aber noch eine kleine Anmerkung, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Piraten. Nicht die Landesregierung sollte aufgefordert werden, Verantwortung zu übernehmen, sondern wir als Parlament. Und um dann noch kurz auf den allseits bekannten Inhalt Ihres Antrags zu sprechen zu kommen, bitte überprüfen Sie Ihr Zahlenmaterial. Sie behaupten, dass ein Tagessatz im Frauenhaus 65 Euro beträgt. Ich bin Mitbegründerin und Personalchefin des Frauenhauses Castrop-Rauxel. Bei uns beträgt der Tagessatz 30 Euro und dies ist auch der Mittelwert bei den Frauenhäusern in Nordrhein-Westfalen. Künstlich hochgesetzte Zahlen, die sehr konstruiert wirken, konterkarieren den Zweck, liebe Kolleginnen und Kollegen. Also, Fazit.
Im Antrag nichts Neues, alles in Arbeit und möglicherweise vor dem Abschluss. Die Empfehlung in den Fachausschuss stimmen wir natürlich zu und ich freue mich auf die Diskussion dort. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Für die CDU-Fraktion hat als nächster Redner Herr Kollege Kern das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Gewalt gegen Frauen, Gewalt in den Familien ist in unserem Land gesellschaftlich und politisch Gott sei Dank geächtet. Das ist gut so. Leider kommt Gewalt gegen Frauen noch viel häufiger vor und ist auf der Tagesordnung. Über die Parteigrenzen hinweg haben wir seit den 90er Jahren in Nordrhein-Westfalen ein flächendeckendes Netz an Zufluchtsstätten, den Frauenhäusern unterstützt, eingeführt und finanziert. Diese sind im Landeshaushalt zurzeit ja, ist ja bekannt, mit 4 Personalstellen pro Haus auch finanziert. Die Kommunen finanzieren ebenfalls und viele Bürgerinnen und Bürger engagieren sich ehrenamtlich und mit Beiträgen und Spenden dafür, dass eine plurale Angebotsstruktur aufrechterhalten werden kann. Frauenberatungsstellen gibt es ebenfalls flächendeckend in unserem Land. Sie machen eine ausgezeichnete Arbeit. Ein wichtiger Schritt für von häuslicher Gewalt betroffene Frauen und Kinder war die Einführung des Gewaltschutzgesetzes mit der Möglichkeit der Wohnungsverweisung der Gewalttätigen. Auch dass häusliche Gewalt nun ein Offizialdelikt ist und jede Gewaltanwendung zur Anzeige gebracht wird, hat zu wesentlich mehr Rechten der Betroffenen geführt und da haben wir auch eine gute Entwicklung. Ich möchte mich an dieser Stelle ausdrücklich bei den Mitarbeiterinnen in den Frauenhäusern und in den Beratungsstellen für die CDU-Fraktion bedanken, die eine hervorragende Arbeit machen und auch, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, auch der Polizei gebührt ein Lob. Die Kolleginnen und Kollegen, die oft rausfahren, den Erstkontakt haben in der häuslichen Gewalt, kennen oft diese Familien schon, weil sie wiederholt dorthin fahren müssen. Und das ist auch ein sehr anstrengender Job. Sie können jetzt besser den Frauen mit den blauen Flecken helfen, die Angst vor einer Anzeige haben, denn die Polizisten übernehmen ja jetzt diese Aufgabe. Das Frauenhaus ist nie als Dauerwohnsitz gedacht gewesen. Im Gegenteil, ein neuer Anfang auf eigenen Füßen ist das Ziel und der Aufenthalt im Frauenhaus, der soll stabilisieren, das Leben neu ordnen und dieses Leben vorbereiten helfen. Und das ist eine anstrengende Aufgabe. Über die Forderung eines Bundesgesetzes und eines Landesgesetzes zur Finanzierung von Frauenhäusern haben wir hier an dieser Stelle schon häufig diskutiert. Gerade heute hat vor dem Landtag, eben schon erwähnt, zu diesem Thema eine Demonstration stattgefunden. Die Rechtsexperten haben uns zu diesem Thema unterschiedliche Einschränkungen geliefert. Am Ende entscheiden wir die Politik. Im aktuellen rot-grünen Koalitionsvertrag steht, wir wollen ein Landesgesetz auf den Weg bringen, das eine verlässliche und bedarfsgerechte Finanzierung von Frauenhäusern in ihrer Aufgabenvielfalt verankert und eine Förderung aus einer Hand sicherstellt. Weiter heißt es dort, zudem werden wir prüfen, ob eine auskömmliche Finanzierung des Beratungsangebotes der Frauenberatungsstellen und Notrufe im oben genannten Gesetz abgesichert werden kann. Hier ist eben schon auf den Aktionsplan hingewiesen worden und ich denke, den sollten wir auch zunächst erstmal abwarten, um dann zu schauen, wie wir damit umgehen. Die Landesregierung wird sicherlich den Gesetzentwurf auf den Weg bringen. Wie weit sie dabei zum Beispiel Probleme wie die Konnexität berücksichtigt, bleibt abzuwarten. Es gibt in diesem Haus eine breite Mehrheit für die Aufwendungen, die der Landeshaushalt für diese Aufgabe zur Verfügung stellt, und das ist gut so. Wir wollen und müssen aber auch die Kommunen in der Verantwortung für die Finanzierung behalten. Das sage ich hier ausdrücklich. Den Betroffenen vor Ort ist am besten geholfen, wenn in den Wohnorten auch die Kompetenz und Verantwortung angeordnet wird. Gerade weil nicht nur die Frauen, sondern auch deren Kinder betroffen sind, ist die räumliche Nähe erforderlich. Sie verlieren nämlich sonst eben auch die Kontakte zu ihren Freunden. Durch diese räumliche Nähe können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Frauenhäuser wesentlich unkomplizierter auch die unterstützenden Leistungen in Beratung und Finanzierung in den Kommunen für die Frauen aktivieren. Die Fälle der gewaltbetroffenen Frauen sind nie einheitlich. Jede Frau
jeder Frau muss individuell geholfen werden, und das wird so bleiben. Initiativ und unmittelbar in zugewandter Arbeit. Wie weit das bisherige Hilfesystem ausreicht oder verbessert werden kann, darüber werden wir ja dann noch im Ausschuss sprechen. Wir zollen allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Frauenhäuser und der Beratungsstellen hohen Respekt für ihre Arbeit. Eine Bemerkung zum Schluss. Anlässlich unserer Ausschussreise nach Alkmaar haben wir gelernt, wie unsere niederländischen Nachbarn lokale Frauenhäuser organisieren. Hier abschließende Schlüsse zu ziehen, so glaube ich, muss unser gemeinsames Ziel sein. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Kollege Kern. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht Frau Kollegin Paul. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Gewalt gegen Frauen ist kein Kavaliersdelikt und leider, das haben wir ja jetzt auch schon alles miteinander festgestellt, auch keine Seltenheit. Und dem zu begegnen, ist eben nicht nur ein Frauenproblem, sondern es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und Herausforderung. Und es ist eine Herausforderung aller politischen Ebenen. Deshalb bin ich Ihnen sehr dankbar, Herr Kern, dass Sie gerade auch noch mal unterstrichen haben, dass auch die Kommunen mit in der Verantwortung stehen, hier Frauen und ihren Kindern, die von Gewalt betroffen sind, Hilfe und Unterstützung zu bieten. Denn Frauen und ihre Kinder brauchen Schutz und sie brauchen Möglichkeiten, Zuflucht in einem Frauenhaus zu finden. Auch darüber sind wir uns hier alle einig. Nur das Wie ist ja offensichtlich das Problem, über das wir hier alle miteinander diskutieren und beraten. Und ich möchte an dieser Stelle trotz der durchaus sehr positiven Worte von Herrn Kern noch mal hervorheben, dass es Rot-Grün gewesen ist, die Kürzungen der schwarz-gelben Landesregierungen zurückgenommen haben. Wir haben die vierte Frauenhausstelle wieder eingeführt und wir haben auch sonst noch was obendrauf gepackt im Bereich der Frauenhilfeinfrastruktur. Und ich möchte auch noch mal unterstreichen, denn es hat mich gestern von Herrn Laschet auch sehr schockiert. Weder die Frauenförderung noch der Schutz von Frauen vor Gewalt ist irgendwie bla bla bla, sondern es ist eine klare und wichtige Aufgabe, die sich der Gesellschaft stellen muss. Und trotzdem, und da sind wir uns ja auch alle einig, ist die Finanzierung der Frauenhäuser auch immer noch schwierig. Und die Demonstration heute hat gezeigt, dass das vielen Menschen auf den Nägeln brennt. Und ich möchte an dieser Stelle allen Kolleginnen und Kollegen danken, über alle Fraktionen hinweg, die draußen gewesen sind, die mit den Frauen gesprochen haben und die dort einfach auch noch mal gezeigt haben, dass wir hier gemeinsam Lösungsmöglichkeiten ringen. Und an der Stelle möchte ich sagen, trotz aller vielleicht Unterschiede im Detail, lassen Sie uns nicht nur heute draußen gemeinsam stehen, sondern lassen Sie uns gemeinsam Verantwortung übernehmen und uns gemeinsam dieser Herausforderung stellen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Frauenhilfeinfrastruktur leistet einen unverzichtbaren Beitrag zum Schutz und zur Unterstützung von gewaltbetroffener Frauen und ihrer Kinder. Und sie leistet einen ganz grundsätzlichen Beitrag zum Opferschutz. Frauenhäuser sind aber eben nicht nur Zufluchtsorte. Sie dienen auch dazu, Frauen und ihren Kindern Perspektiven aufzuzeigen und ihnen aufzuzeigen, wie auch ein neues Leben jenseits von unter Umständen gewaltgeprägter Familienverhältnisse möglich ist. Dazu braucht es aber auch der verbesserten Netzwerkarbeit und dem verbesserten Zusammenwirken der unterschiedlichsten Akteure im politischen Bereich, im Bereich von Verwaltung, eben auch der Kinder- und Jugendhilfe, eben auch der familienbezogenen Leistungen und all dieser, dass wir zusammenwirken können, um hier Perspektiven und vor allem nachhaltige Lösungen für Frauen und ihre Kinder zu finden. Und um die Rahmenbedingungen der Frauenhilfeinfrastruktur zu verbessern und auch den individuellen Problemlagen von gewaltbetroffenen Frauen besser in den Blick zu nehmen und dort besser Unterstützung gewähren zu können, brauchen wir eine Bedarfsanalyse, wie dies auch von Professor Rixen, der bereits in seinem Gutachten eingefordert worden ist. Denn für eine effektive und nachhaltig wirkende Frauenhilfeinfrastruktur bedarf es valider Daten zu den konkreten Hilfebedarfen betroffener Frauen und ihrer Kinder. Und wir müssen auch bislang weniger gut erreichte Zielgruppen in den Blick nehmen, wie beispielsweise Frauen mit Behinderung, wie beispielsweise Frauen mit Migrationsgeschichte oder Frauen in Wohnungsnotlagen. Auch diese Gruppen müssen wir mehr in den Blick nehmen. Und dazu ist der jetzt schon mehrfach erwähnte Landesaktionsplan zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen ein entscheidender Schritt. Es geht hier um eine Gesamtstrategie. Die Kollegin Steininger-Bludau hat dies schon angesprochen. In diesem Zusammenhang will ich auch mal sagen, auch wenn sich dieser Antrag
auch durchaus zu Recht nur auf die Finanzierung von Frauenhäusern bezieht. Wir müssen auch über die Frauenberatungsstellen sprechen, über die Frauennotrufe sprechen, denn auch sie leisten einen ganz wichtigen Beitrag, auch im Bereich der psychosozialen Beratung für Frauen, die in Notlagen sich befinden. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von den Piraten, ich möchte noch natürlich kurz was zu Ihrem Antrag sagen. Ich teile ganz vieles, was Sie in Ihrer Analyse schreiben, und vieles von dem ist sicherlich auch richtig. Allerdings möchte ich dann doch noch mal ein bisschen Wasser in den Wein gießen, denn konkrete Ideen zur Sicherstellung der von Ihnen geforderten nachhaltigen Finanzierung von Frauenhäusern bleiben Sie leider in Ihrem Antrag schuldig. Ich bin gespannt, ob das eine oder andere dazu in den Ausschussberatungen noch folgt, denn allein mit den Worten "das müsste man aber haben" wird die Finanzierung nicht sichergestellt werden können. Da braucht es Konkreteres. Ich hoffe da auf konkretere Ideen. Und ich gebe Ihnen auch recht, wir müssen auch über die männlichen Opfer häuslicher Gewalt sprechen. Aber doch bitte nicht nur als Appendix in Ihrem Antrag zur Frauenhausfinanzierung. Geben Sie sich doch vielleicht irgendwie da noch mal die Zeit, einen eigenen Antrag zuzuschreiben. Es ist mit Sicherheit ein an der Stelle sehr lohnendes Thema, aber so, finde ich, war das an der Stelle inhaltlich, sachlich, fachlich vielleicht nicht zu 100% richtig platziert. Ich hätte mir an der Stelle gewünscht, vielleicht noch einen Satz zu lesen zur Situation der von Gewalt betroffenen Mädchen und was wir zur Sicherstellung einer Zufluchtsstruktur für Sie auch noch gebrauchen könnten. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Für die FDP-Fraktion erteile ich Frau Kollegin Schneider das Wort. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Der Schutz von Gewaltbetroffener ist kein individuelles, sondern ein gesellschaftliches Problem. Deshalb ist es für uns Liberale wichtig, ein Umdenken beim Handeln und Verhalten in der Gesellschaft zu bewirken. Wir müssen präventiv agieren und die Weitergabe von Gewalt von Generation zu Generation unterbrechen und gewaltlose Konfliktlösungen stärken. Das ist eine Herkulesaufgabe, denn unsere Gesellschaft ist bunt. Sie lebt sowohl von Einflüssen aus unterschiedlichen Kulturkreisen, die bis heute das Thema Gewalt anders definieren, als auch von Einflüssen des modernen medialen Zeitalters. Ein gut ausgetüftelter Aktionsplan kann wie eine Impfung gegen Infektionskrankheiten das Gewaltproblem eindämmen. Deshalb ist die Teilnahme an der für den Landesaktionsplan Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen vorgeschalteten Steuerungsgruppe für uns Liberale wichtig und bedeutsam gewesen. Wir bedauern sehr, dass der Abschluss der Steuerungsgruppe mit Abgabe von Handlungsempfehlungen für einen Landesaktionsplan an die rot-grüne Landesregierung sich nun um ein Vierteljahr verzögert hat. Für meine Fraktion darf ich betonen, dass wir uns von dem bevorstehenden Landesaktionsplan sehr genau anschauen werden und bei Bedarf auch Korrekturen einfordern werden. Eine dauerhaft gesicherte Finanzierung der Frauenhäuser auf möglichst unbürokratische Art und Weise ist wünschenswert. Dennoch hat diese Angelegenheit mit dem heutigen Antrag einen sehr faden Beigeschmack bekommen. Ich finde es bedauerlich, dass der Piratenantrag offensichtlich nur initiiert worden ist, weil heute vor dem Landtag eine Veranstaltung der LAG Autonomer Frauenhäuser stattgefunden hat. Es hat mich persönlich sehr geärgert, dass Sie mit diesem wichtigen Thema hier und heute schon Wetterpolitik machen. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, bevor wir eine gesicherte Finanzierung von Frauenhäusern einleiten, müssen wir prüfen, ob und wie wir bzw. der Bund mit der Istanbul-Konvention umgehen. Sie ist seit August in Kraft getreten und empfiehlt für jeden 10.000. Einwohner einen Frauenhausplatz. Wir haben hier in NRW eine Quote von 1:28.000 mit Stand von 2011. Es stellen sich daher drei Fragen, die geklärt werden müssen. Erstens, wann wird die Bundesregierung die Istanbul-Konvention ratifizieren und welche Auswirkungen wird dies für NRW haben? Zweitens, bedarf es wirklich in NRW einer Frauenhausplatzquote von 1:10.000 oder sollte die nordrhein-westfälische Frauenplatzquote auch nach anderen Faktoren, wie zum Beispiel der Grad der Verstädterung, berechnet werden? Und drittens, wann ist geklärt, ob es eine bundeseinheitliche Finanzierung der Frauenhäuser geben wird oder nicht? Gerade die letzte Frage ist aus meiner Sicht zu klären, wenn wir das Finanzierungssystem für Frauenhausplätze umstellen wollen. Im Übrigen vermisse ich genau diesen Aspekt in Ihrem Antrag. Stattdessen wollen Sie von der Piratenfraktion eine Beschlussfassung herbeiführen, dass pauschal alle Frauenhäuser eine Finanzierung sichergestellt bekommen, unabhängig von der Kapazitätsauslastung.
Mit diesem Punkt werfen Sie die haushaltsrechtlichen Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit vollkommen über Bord. Mit so einer Forderung holen Sie uns Liberale nicht ins Boot. Wir stehen für eine solide Haushaltspolitik mit einer Ausgabenpolitik, die wohl dosiert und qualitativ hochwertig sein muss. Das ist ein Spagat, den wir uns nicht scheuen durchzuführen. Bedauerlich ist es auch, dass die EU-Konvention mit keinem Wort erwähnt wird. Ich stelle also fest, dass Ihr Antrag auch an dieser Stelle zu kurz kommt. Abschließend möchte ich festhalten, dass wir im Rahmen der Anhörung zum Oranienhaus erfahren haben, dass beratender Handlungsbedarf nicht nur beim Täter und Opfer, sondern auch bei den Kindern dringend geboten ist. Wir brauchen also stationäre wie ambulante Beratungs- und Schutzangebote sowohl zur Vor-, aber auch zur Nachsorge. Ich verspreche mir, dass dies auch im Landesaktionsplan aufgenommen und in Angriff genommen wird. Das ist ganz wichtig, damit der Schalter in den Köpfen unserer Mitbürger umgelegt wird und die Gewalt eingedämmt wird. Wir Liberale sind auch im Zuge der Anhörung zum Oranienhaus-Konzept hellhörig geworden bezüglich der Angebote für von Gewalt betroffenen Männern. Hierzu habe ich auch den Draht zur Männerberatungsstelle in Bielefeld gesucht. Ich habe eine kleine Anfrage an die Landesregierung zu diesem Thema gestellt und war mit der Antwort nicht ganz zufrieden, denn ein Männerhaus gibt es in Nordrhein-Westfalen nicht. Wenn wir im Ausschuss über das Thema Frauenhäuser beraten, würde ich mich freuen, wenn wir einen Weg fänden, dass auch künftig männliche Jugendliche bis 16 Jahre bei Schutzbedürftigkeit zusammen mit ihrer Mutter Zufluchtsmöglichkeiten eröffnet bekämen. Der Überweisung in den Ausschuss stimme ich zu, freue mich auf die Beratungen und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Schneider. Für die Landesregierung erteile ich Frau Ministerin Steffens das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, also als Erstes muss ich sagen, ich freue mich sehr darüber, dass wir einen breiten Konsens heute mal in dieser frauenpolitischen Debatte darüber haben, dass erstens die Schutzbedarfe für Frauen hoch sind, dass es wichtig ist, dass Frauen diese Arbeit leisten, diesen Schutz bieten und dass wir diese Struktur, die wir in Nordrhein-Westfalen haben, auch gemeinsam weiterhin nicht nur tragen wollen, weil in der Haushaltssituation, in der wir uns befinden, ist das ja auch das ein oder andere Mal als Sparstrumpf in Diskussionen in der Vergangenheit gewesen. Also, dass wir die Strukturen weiter erhalten wollen. Und was ich auch ganz wichtig finde, und da habe ich auch viele Kollegen jetzt gehört, dass wir die Diskussion, die mit der Ausschussreise begonnen hat, also die Diskussion auch über veränderte Bedarfe, über Veränderungen von notwendigen Strukturen, über andere Angebotsvernetzungen auch mit dem Gesundheitswesen, dass wir diese Diskussion auch wirklich gemeinsam führen wollen. Denn ich glaube, wie wir auch in der letzten Ausschusssitzung bei der Vorstellung von dem GOPSIS-Projekt gesehen haben, gibt es viel an Bedarfen, an Veränderungen und an Potenzialen, damit wir flächendeckend für Frauen, die in Gewaltsituationen sind, egal ob sexualisierte Gewalt oder häusliche Gewalt, dass wir hier mit diesen Vernetzungen den Frauen flächendeckend auch Angebote perspektivisch bieten können. Das, worüber wir heute reden, ist über die Frauenhausstrukturen. Ich glaube trotzdem, dass man nicht alleine die Frauenhäuser, die in der Landesfinanzierung sind, sehen darf. Wir haben 62 Frauenhäuser mit 8,1 Millionen Förderung hier in Nordrhein-Westfalen, 57 allgemeine Frauenberatungsstellen, 47 Frauenberatungsstellen gegen sexualisierte Gewalt, 8 spezialisierte Beratungsstellen gegen Menschenhandel und 2 Beratungsangebote zur Zwangsheirat. Das ist ein sehr umfassendes Angebot und klar ist, viele Frauen brauchen auch sehr unterschiedliche Angebote. Das, was ich glaube, was auch heute in der Debatte nicht ganz im Vordergrund gestanden hat, ist, dass man sich schon klar machen muss, dass wir seit 2010 gerade die Finanzierung für die Frauenhäuser um 50%, fast 50% aufgestockt haben. Das war ein riesiger Kraftakt. Der Frauenhausbereich und der Bereich auch der Beratungsstellen ist in keiner Weise gekürzt worden, sondern wir haben sogar noch eine Sachkostenpauschale eingeführt, die es früher nicht gab. Das heißt, die Kritik auch der Frauenhäuser, dass mit dem Wegfall der zweiten Fachkraftstelle damals unter Schwarz-Gelb die Kapazitäten nicht mehr so groß sind, ist mit der Wiedereinführung eigentlich wieder gestiegen. Von daher haben wir einen wesentlichen Schritt nach vorne. Und diejenigen von Ihnen, die schon in den Haushaltsentwurf von 2015 reingesehen haben, werden dann vielleicht auch darüber
gestolpert sein, dass wir Ihnen vorschlagen, dass wir mit dem Haushaltsentwurf 2015 die Verpflichtungsermächtigungen in diesem Bereich auch einsetzen, mit dem Ziel, dass die Frauenhäuser eine langfristigere Planungssicherheit haben, weil von einem Jahr ins andere immer wieder in die Planung kommen. Obwohl wir wissen, dass es eine dauerhafte Struktur ist, wollen wir hiermit unterbinden. Ich möchte aber auf einen Punkt eingehen, der für Sie als Piraten jetzt im Vordergrund stand, nämlich, dass Sie gesagt haben, wir haben im Koalitionsvertrag der Koalitionsfraktionen drinstehen, dass es ein Landesgesetz geben soll. Und warum machen wir dies nicht? Natürlich ist die politische Absicht eine, die weiterhin im Vordergrund steht, nämlich zu sagen, wir brauchen eigentlich eine landeseinheitliche, stabile Finanzierung, damit jede Frau, unabhängig, ob sie Studentin ist oder ob sie Zugang zu Sozialleistungen hat, diesen Aufenthalt auch finanziert bekommt. Das wollen wir. Aber die Welt ist nicht immer so ganz einfach. Also haben wir gesagt, wir wollen uns ein Finanzierungsgutachten machen lassen, um zu sehen, wie es denn gehen kann. Und dabei, das ist Ihnen auch bekannt, weil wir darüber ja schon mehrfach im Ausschuss geredet haben, hat der Gutachter gesagt, natürlich können wir ein Landesfinanzierungsgesetz machen, aber unter den momentanen Rahmenbedingungen würde das bedeuten, dass das Land in einem ersten Schritt die Finanzierung, die heute von den Kommunen und dem Bund gemacht werden, mit übernimmt. Das heißt, wir wären, wenn wir Gesetzgeber sind, auch die einzigen Finanziers. Und das hieße, bei 7,5 Millionen, die wir zahlen, bei 5 Millionen, die von den Kommunen kommen und 5 Millionen, die vom Bund kommen, dass wir, um den Status quo zu erhalten, für keine Frau eine Verbesserung, für keine Beratungsstelle einen Cent mehr, 10 Millionen zusätzlich als Land bezahlen müssen. Und da muss ich Ihnen ganz klar sagen, Herr Oleg, das mache ich nicht, weil 10 Millionen mehr Landesmittel in den Haushalt einzustellen, ohne auch nur irgendeine Verbesserung zu haben, ist erstens vor der haushaltspolitischen Grundlage, aber zweitens auch für die Frauen im Land einfach unverantwortlich. Deswegen wollen wir entweder einen Weg, wo wir eine bundeseinheitliche Regelung finden, oder einen Weg, wo der Bund uns ermöglicht, dass wir die Kommunen nicht aus der Verantwortung entlassen, dass der Bund weiter mitfinanziert und dass wir mit den Landesmitteln und den anderen Mitteln dann eine verlässliche Struktur bekommen. Wenn das Ganze so einfach wäre, hätten wir Ihnen ein Gesetz vorgelegt. Da das Ganze nicht so einfach ist, werden wir hier mit dem Bund gemeinsam auch wieder auf der kommenden Frauenministerkonferenz im Oktober diesen Jahres darum ringen und versuchen, Wege zu finden, damit wir diese Sicherstellung hinbekommen. Und ich hoffe, dass wir die Diskussion im Ausschuss auch konstruktiv nach vorne führen können. Denn ich glaube, im Ziel sind wir nicht weit auseinander. In den Wegen ist es so, dass da vielleicht das eine oder andere Gutachten und die eine oder andere Erfahrung uns zeigen, dass manche Wege, die Sie jetzt auch gerne gehen würden, leider nicht gehbar sind. Danke. Vielen Dank, Frau Ministerin. Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Deshalb schließe ich die Aussprache und wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des Antrags Drucksache 6677 an den Ausschuss für Frauen, Gleichstellung und Emanzipation. Die abschließende Abstimmung soll dort in öffentlicher Sitzung erfolgen. Ich darf fragen, wer dieser Überweisungsempfehlung zustimmen möchte. Darf ich das Handzeichen bitten? Danke sehr. Stimmt jemand dagegen oder enthält sich? Beides ist offensichtlich nicht der Fall. Damit ist diese Überweisungsempfehlung einstimmig angenommen.